ist Movie Seeker. Standesgemäß an der Teekanne, denn es ist Türchen 24 meines Adventskalenders 2022. Wir haben den Weihnachtstag, liebe Leute. Und heute schenke ich nochmal Tee nach. Das habe ich ja in Türchen 1 das letzte Mal gemacht, aber die Tasse war leer. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, nochmal einzuschenken. Und heute werde ich eine Serie featuren nochmal, über die ich auch schon mal auf meinem Kanal geredet habe, auch mit diesem Movie Seeker zusammen. Das ist eine großartige Serie und eine meiner Lieblings-Comedy-Serien ever, Frasier, mit Kelsey Grammer in der Hauptrolle. Das Spin-off von Cheers über den Psychiater Frasier Crane und seine Patchwork-Familie, unter anderem seinen Bruder Niles, großartig dargestellt von David Hyde Pierce. Und wie sollte es anders sein? In diesem letzten Weihnachtstürchen feature ich natürlich auch eine Frasier-Weihnachtsfolge. Prost! Diese Weihnachtsfolge heißt im Englischen The Miracle on 3rd or 4th Street, das Weihnachtswunder der 3. oder 4. Straße im Deutschen, und geht darum, dass Frasier Crane ein wunderschönes Weihnachten mit seinem Sohn, der bei seiner geschiedenen Frau lebt, geplant hat, und das fällt alles ins Wasser. Alle anderen Charaktere, die sonst immer rum sind, sind tatsächlich auch an dem Weihnachtsabend nicht da. Er ist komplett alleine und er ist deprimiert und er ist traurig und er schleppt sich einen Radiosender, macht dann eine Spätabend-Sonderschicht in Schlabberpullover und Jogginghose und unrasiert und total abgerissen, weil er total deprimiert ist und Weihnachten für ihn komplett seinen Zauber verloren hat. Und im Anschluss an diesen für ihn überhaupt nicht schönen Tag geht er in einen Diner, in dem er aufgrund seines Aufzugs tatsächlich auch sofort für einen Obdachlosen gehalten wird. Und dort wird ihm sozusagen ein Weihnachtswunder zuteil. Es wird ihm nämlich ein Essen spendiert. Die Leute kümmern sich rührend um ihn, weil er halt so abgerissen aussieht und so, so leidgeprüft aussieht. Und das hebt dann auch seine Stimmung. Aber natürlich, und ich spoilere an der Stelle einfach mal, aber die Episode muss man sowieso selbst gesehen haben. Die lohnt sich in jedem Fall. Am Schluss ist es dann halt so, dass er rausgeht, von der Liebe seiner Mitmenschen getragen, und hat seine Autoschlüssel für seinen protzigen Wagen, der direkt vor der Tür steht, natürlich auf der Theke liegen lassen. Und dann muss er nochmal zurückkommen und dann fliegt natürlich alles auf. Er ist kein bedürftiger Obdachloser, und das ist natürlich großartig, wie Kelsey Grammer diese peinlichen Momente spielt. Und insgesamt ist es eine wunderschöne Folge, die gleichzeitig einmal highlightet, dass Weihnachten halt nicht für jeden Menschen immer nur wunderschön ist, gleichzeitig aber auch die Hoffnung lässt, dass die Mitmenschen sich um einen kümmern, dass Weihnachten trotzdem für uns alle etwas Schönes bereithält und dass es natürlich auch einem selbst ist, was man nicht nur aus Weihnachten, sondern auch generell aus seinem Leben macht. Und das finde ich eine schöne Message, und es ist toll gespielt und toll geschrieben, wie vieles von Frasier. Aber diese Episode musste ich hier nochmal highlighten, und damit entlasse ich euch jetzt in einen hoffentlich wunderschönen Weihnachtstag und Abend und wünsche euch natürlich eine wunderschöne Weihnachtszeit. Das ist tatsächlich jetzt auch das offizielle Ende des Movie Seeker Adventskalenders, und deswegen wünschen wir 2022. Ich denke mal, wenn das jetzt läuft, dann machen wir das nächstes Jahr auch nochmal. Ne? Also wir haben ja auch Spaß daran. Wir möchten euch an dieser Stelle natürlich alle wünschen, frohe Weihnachten! Keep Christmasing!